Hallo, ich bin's wieder, euer Jack. Und ich befinde mich heute auf der ganz, ganz alten Keduma-Bühne. Ja, vielleicht haben ja einige von euch gedacht, ich befände mich im Wald, aber nein, das hier ist noch richtige Keduma-Geschichte. Keduma-Geschichte versucht heute allerdings auch jemand anderes zu schreiben, und zwar unser Luzi, indem er uns ganz, ganz viel über Luxemburg erzählt. Ich hoffe, die Verbindung ist gut, dann versuche ich mal zu ihm rüberzuschalten. Hallo Luzi, bist du da? Ja, natürlich bin ich da. Hallo Jack, hallo meine Lieben. Ja, ich befinde mich heute in Luxemburg, absolut richtig. Das hier hinter mir ist einmal die Flagge und natürlich auch das Wappen. Über Luxemburg, oder wie es im Original heißt, Lützeburg, gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Und schon mal vorab, im Deutschen heißt das Land Luxemburg genauso wie die Hauptstadt. Die heißt auch Luxemburg. Lediglich in Luxemburg wird zwischen dem Land Lützeburg und der Hauptstadt Luxemburg unterschieden. Ja, aber fangen wir mal an und der Reihe nach. Luxemburg ist nämlich ein Großherzogtum. Obwohl das Land an sich gar nicht so groß ist. Die Staatsform ist die einer Monarchie und die Regierungsform ist die einer parlamentarischen Demokratie. Die Einwohner Luxemburgs sind insgesamt 590.667. Davon sind 47,7% Ausländer, also fast jeder zweite. Die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer liegt hierbei auf 228 Einwohnern. Als Währung hat Luxemburg den Euro und unabhängig ist es inoffiziell seit 1815 nach der Londoner Konferenz, aber offiziell, also de facto, erst seit dem 9. April 1839, da haben die sich nämlich von den Niederlanden abgespaltet. Seit dem 11. Mai 1867 ist Luxemburg unabhängig, sogar international anerkannt. Luxemburg ist ein Staat und eine Demokratie in Form einer parlamentarischen Monarchie im Westen Mitteleuropas. Es ist das letzte Großherzogtum bzw. Großfürstentum in ganz Europa. Damals waren es insgesamt 12, jetzt ist es nur noch 1. Das Land gehört zum mitteldeutschen Sprachraum. Landessprache ist Luxemburgisch, also die haben auch eine eigene Sprache. Verwaltungs- und Amtssprache sind Französisch, Deutsch und Luxemburgisch. Gemeinsam mit seinen Nachbarn Belgien und den Niederlanden bildet Luxemburg die Benelux-Staaten. Mit einer Fläche von 2586 Quadratkilometern ist Luxemburg einer der kleinsten Flächenstaaten weltweit und nach dem Inselstaat Malta das zweitkleinste Land der Europäischen Union, also der EU. Es grenzt im Süden über 73 Kilometer an die Französische Republik, im Westen über 148 Kilometer an das Königreich Belgien und im Osten über 135 Kilometer an unsere wunderschöne Bundesrepublik Deutschland. Die wirtschaftliche Bedeutung des Landes übertrifft mit Rang 75 aller Staaten weltweit beim nominellen Bruttonationaleinkommen die weitaus größerer und bevölkerungsreicherer Staaten auch in der Europäischen Union.
Luxemburg war 2016 das reichste Land der Welt nach nominellem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das Land ist Gründungsmitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, also der EWG, und spielt im europäischen Einigungsprozess eine bedeutende Rolle. Die gleichnamige Hauptstadt ist Verwaltungssitz der Europäischen Union, Sitz des Europäischen Gerichtshofes, also dem EuGH, des Europäischen Rechnungshofs, also dem ERH, des Sekretariats des Europäischen Parlaments, der Europäischen Investitionsbank, also der EIB, der Dienststellen der Europäischen Kommission und der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, also der EFSF. Puh. Also die haben ordentlich was zu tun. Also faul kann man die Luxemburger schon allein deshalb nicht bezeichnen. Zudem ist Luxemburg Tagungsort des Rats der Europäischen Union. In den Jahren 2013 und 2014 war Luxemburg nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und hatte im März 2014 dessen Vorsitz inne. Das Wort Luxemburg leitet sich aller Wahrscheinlichkeit nach ab vom Namen der Burg Lucilenburg, später Lützelburg. Lützel steht für klein, das kennt man vielleicht hier aus dem Ruhrpott, ne? Da wird auch ganz gerne Lütte zu klein gesagt. Der kleinen Burg, die im Jahr 963 von Siegfried, dem damaligen Grafen der Ardennen, als sein Stammsitz errichtet wurde und um die sich die gleichnamige Hauptstadt Luxemburg heranbildete. Eine neuere Hypothese besagt, dass der Name Lucilenburg auf das Wort Letze zurückgeht und einen befestigten Felsvorsprung bezeichnete. Tatsächlich liegt die Stammburg auf einem Felssporn, dem sogenannten Bockfelsen. Kann also beides gut sein. Das Land ist als Grafschaft im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation entstanden. Im deutschen Sprachraum wurde noch im 17. Jahrhundert der Name Lützenburg bzw. Lützelburg verwendet, beispielsweise in der Topographia des Matthäus Merian zu sehen. Später wurde dieser Name dann durch Luxemburg ersetzt, was nichts anderes als die eingedeutschte Version ist. 1354 wurde die Grafschaft Luxemburg ein Herzogtum. Auf dem Wiener Kongress 1815 wurde das Herzogtum Luxemburg zum Großherzogtum erhoben. Wilhelm I. von Nassau-Oranien, König der Vereinigten Niederlande, wurde im Personalunion der erste Großherzog. Die Personalunion endete 1890 mit dem Herrschaftsantritt der jetzigen Dynastie Luxemburg-Nassau, die bis 1964 offiziell Nassau-Weilburg hieß. Inzwischen ist das Land, wie schon gesagt, das letzte Großherzogtum. Der Norden des Landes ist ein Teil der Ardennen und wird gerne das Össling genannt. Dieser Teil liegt auf durchschnittlich 400 bis 500 Metern über dem Meeresspiegel. Die Landschaft im Össling ist geprägt von bewaldeten Bergen, Hügeln und tiefen Flussstälern, zum Beispiel das Tal der Sauer. Mit 560 Metern stellt der Hügel Kneif in Huldingen die höchste Erhebung des Landes dar. Der 559 Meter hohe Burgplatz ist mit seinem grasbewachsenen Wassertankdach auf 562 Metern Höhe Luxemburgs höchster begehbarer Punkt im Land.
dritthöchste Erhebung Luxemburgs und höchste Erhebung der Südardennen ist der 554 Meter hohe Napoleonsgard bei Wahl. Im Norden Luxemburgs werden 358 Quadratkilometer des Landes durch den deutschland-luxemburgischen Naturpark geschützt. Cool. Im Süden liegt das fruchtbare Gutland, das zum Lothringer Stufenland gehört. Dieses Gebiet weist eine höhere Bevölkerungs- und Industriedichte als das Össling auf. Der niedrigste Punkt des Landes, Spatz genannt, also genauso wie der Piepmatz, übrigens 129 Meter über dem Meeresspiegel befindend, ist am Zusammenschluss von Sauer und Mosel in Wasser billig. Wichtige Flüsse Luxemburgs sind die Mosel, die im Südosten den Grenzfluss zu Deutschland bildet, die Sauer, die Ur und wie gesagt halt die Alzette. Zur Tierwelt muss man in Luxemburg sagen, sehr, sehr viele und seltene Vogelarten, wie zum Beispiel der Schwarzstorch oder das Haselhuhn, sind hier zu finden. Und sogar Steinkauze kann man vereinzelt hier erleben und bewundern. Luxemburg ist auch bekannt für seinen Fischreichtum. Es gibt Forellen, Hechte, Zander, Aale, Karpfen und viele andere Fischarten mehr. Im milden Moseltal hat sich die Mauereidechse angesiedelt, ein sonst eher in mediterranen Ländern vorkommendes Tier. Also, die Eidechse da fühlt sich anscheinend da auch ganz wohl. 54% der Säugetierarten, 41% der Vogelarten, 33% der Reptilienarten, 71% der Amphibien und 62% der Fischarten in Luxemburg sind aber leider bedroht. Das Land wurde von 1843 bis zur Abschaffung am 3. Oktober 2015 in drei Distrikte, also in Grevenmacher, Luxemburg und Diekirch unterteilt, mit 12 Kantonen und seit 2015 aufgrund von Fusionen nur noch 105 Gemeinden. Also man hat hier auch keine Bundesländer, sondern Kantone, wie auch in Liechtenstein oder der Schweiz. 12 dieser Gemeinden besitzen den Status einer Stadt. Die Stadt Luxemburg ist nicht nur Hauptstadt des Großherzogtums, sondern auch Sitz der Regierung. Je Kanton befinden sich an den jeweiligen Hauptorten in der Regel staatliche Einrichtungen wie Melde- und Straßenbauämter, Steuer- und Erbschaftsbehörden. Darüber hinaus sind hier weiterführende Schulen und Polizeizentralen zweiter Ordnung vorzugsweise angesiedelt. Auch die Grundschulaufsicht und viele andere staatliche und halbstaatliche Einrichtungen orientieren sich an der Einteilung nach den Kantonen. Luxemburg hat in den letzten Jahrzehnten sein Wirtschaftswachstum und den sich damit vergrößernden Arbeitsmarkt ein fast stetiges Bevölkerungswachstum aufgewiesen, das vor allem durch Einwanderung zustande kam. Eine Studie kommt zu der Aussage, dass es keine richtige direkte Beziehung zwischen dem Bevölkerungswachstum und den Belastungen von Infrastruktur und Umwelt gebe. Ein Bevölkerungswachstum müsse nicht notwendigerweise die Lebensqualität im Lande verschlechtern. Übrigens, 2,2% der Leute, die in Luxemburg leben, sind deutsche Staatsbürger. 16,4% der Einwohner sind unter 15 Jahre alt. Das Durchschnittsalter beträgt demnach 38, nochmal.
Das Durchschnittsalter beträgt demnach 38,51 Jahre. Die Lebenserwartung in Luxemburg beträgt für Männer, die 2016 geboren wurden, durchschnittlich 79,8 Jahre und für Frauen, die zeitgleich geboren wurden, 84,9 Jahre. Wie schon eingangs erwähnt, ist Luxemburg sprachlich gesehen sehr vielschichtig. Die Muttersprache der Luxemburger ist natürlich Luxemburgisch. Ein moselfränkischer Akzent, der bis in das 20. Jahrhundert als Mundart des Deutschen und noch nicht als eigenständige Sprache betrachtet wurde. In diesem Sinne gehörte Luxemburg zum mitteldeutschen Sprachraum. Spezifisch für das Luxemburgische ist jedoch von Alters her, dass es einen sehr viel höheren Anteil französischer Lehnwörter als das Standarddeutsche oder andere deutsche Mundarten enthält. Luxemburgisch wurde erst aufgrund des Sprachgesetzes von 1984 zur Nationalsprache und Co-Amtssprache des Landes neben Französisch und Deutsch und wird laut Umfrage der Europäischen Union von etwa 70% der Bevölkerung als Muttersprache angegeben. Neben Standarddeutsch ist Französisch gemäß dem Sprachengesetz von 1984 Amtssprache. Somit hat Luxemburg gleich drei offizielle Amtssprachen, wobei Französisch die Sprache mit dem höchsten Prestige ist. Bereits seit 1944 wurde in den Verwaltungen und Ministerien sowie an höheren Schulen vorwiegend Französisch als Schriftsprache verwendet. Doch hatte Französisch auch in den zurückliegenden Jahrhunderten neben Deutsch bereits eine mindestens gleichberechtigte Rolle als Amts- und Kanzleisprache gespielt. Nicht zuletzt aufgrund der engen politischen und kulturellen Verbindung Luxemburgs zu Brabant und den hauptsächlich von Brüssel aus regierten südlichen Niederlanden sowie insbesondere der Tatsache, dass Luxemburg bis 1830 auch die französisch-wallonischsprachigen Gebiete der heutigen belgischen Provinz Luxemburg umfasste und somit in einen romanisch- und einen germanischsprachigen Teil zerfiel. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem Luxemburg vom Deutschen Reich annektiert worden war, wurde der offizielle Landesname französisiert und fortan in der Regel Luxemburg geschrieben. Seither werden auch sämtliche Gesetze nur auf Französisch veröffentlicht, obwohl die Debatten im Parlament überwiegend auf Luxemburgisch abgehalten werden. Klingt zwar komisch, ist aber so. Richtig. Eine weitere Sprache in Luxemburg ist die jenische Sprache, die von einigen Sprachgelehrten als eigenständiges Idiom anerkannt und vor allem in Luxemburg-Pfaffenthal und Luxemburg-Weimarskirch noch von den dort ansässigen Jenischen gesprochen wird. Des Weiteren sind fast 20% der Bevölkerung Luxemburgs portugiesische Einwanderer oder deren Nachkommen, die untereinander zumeist noch Portugiesisch sprechen. Als Gebärdensprache wird vorwiegend die deutsche Gebärdensprache, also die DGS, verwendet. Als Laut- und Schriftsprache verwenden gehörlose Menschen meist nur die deutsche Sprache, da Französisch und Letzebürgisch, wie es im Original heißt, an Schulen für Gehörlose nicht unterrichtet wird. Laut dem Datenschutzgesetz zählen unter anderem Angaben über die religiösen
oder philosophischen Überzeugungen einer Person zu den sensiblen Datenarten, die grundsätzlich nicht erhoben werden dürfen. Demzufolge liegen von amtlicher Seite keine Angaben über die Anzahl der Anhänger der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften vor, sondern lediglich bezogen auf sowohl religiös bestimmte wie auch standesamtlich relevante Ereignisse. Traditionell gesehen ist Luxemburg jedoch römisch-katholisch geprägt. Laut einer im Jahr 2011 veröffentlichten Studie waren im Jahr 2008 rund 68,7% der Bevölkerung katholisch. Neben den Katholiken gibt es die beiden vom Staat konventionierten evangelischen Kirchen, die Evangelische Kirche von Luxemburg seit 1817 mit dem Hauptsitz in der luxemburgischen Hauptstadt und die Protestantisch-Reformierte Kirche von Luxemburg HB mit Sitz in Esch sowie eine Vielzahl kleinerer evangelischer wie auch protestantischer Gemeinden und Kirchen. Und auch die Orthodoxen sind hier vertreten, die gemeinsam mit den Evangelischen rund 3,7% der Bevölkerung repräsentieren. Nichtchristliche Religionsgemeinschaften wie etwa Juden und Muslime haben demnach gemeinsam einen Anteil von rund 2,6%. Der Anteil der Konfessionslosen beträgt hier 24,9%, also rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung Luxemburgs. 1988 wurde das katholische Bistum Luxemburg von Papst Johannes Paul II. Zum Erzbistum erhoben. Am 13. März 1973 wurde der sonntägliche Kirchenbesuch ausgezählt. Gelegenheit zu einer Beurteilung der Anziehungskraft der katholischen Kirche war auch ein Papstbesuch. Zur Vorgeschichte Luxemburgs. Die ersten Siedlungsspuren auf dem Gebiet des heutigen Luxemburg stammen aus der Altsteinzeit, das Neolithikum genannt, beginnt mit der linearbandkeramischen Kultur um 4900 vor Christi Geburt. Siedlungen der Kelten stammen aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Ungefähr 100 Jahre später drangen Römer in das Land ein, als Caesar um 58 bis 51 vor Christi Geburt Gallien und einen Teil von Germanien bis zur Rheingrenze eroberte. Das Gebiet des heutigen Luxemburgs war Teil des Imperium Romanum. Im 5. Jahrhundert nach Christi, zur Zeit der Völkerwanderung, drängten die germanischen Franken die Römer zurück. Wandermönche missionierten die Menschen zum Christentum und bauten Klöster. Das Kloster Echternach wurde vom angelsächsischen Missionar Willibrord im Jahre 698 gegründet. Im Jahre 963, als das Land zum Ostfränkischen Reich gehörte, erwarb Graf Siegfried I. durch einen Tauschhandel mit der Abtei St. Maximin in Trier den kleinen Bockfelsen im Altzetteltal. Mit der Burg Lucilin-Buruk. Damit legte er den Grundstein für das Land- und Adelsgeschlecht der Luxemburger und für die Grafschaft Luxemburg. 1308 wurde Graf Heinrich von Luxemburg zum römisch-deutschen König gewählt. Er und sein Sohn Johann, der 1310 König von Böhmen wurde, begründeten die Machtstellung der Luxemburger im mittelalterlichen Deutschen Reich. Also Heiliges Römisches Reich, um genauer zu sein. 1354 wurde die Grafschaft Luxemburg von Kaiser Karl IV. Zum Herzogtum erhoben.
Erster Herzog wurde Wenzel der Erste. Mit dem Tod des römisch-deutschen Kaisers Sigismund 1437 starb die Hauptlinie des Hauses Luxemburg aus, womit die Vorherrschaft im Reich endete. Im Jahr 1441 verkaufte die letzte Herzogin aus dem Haus Luxemburg das Land an das französische Haus Burgund. Es blieb staatsrechtlich ein Lehen des Reiches. Nach dem Tod des letzten Burgunderherzogs Karl der Kühne im Jahr 1477 kam Luxemburg mit dem gesamten burgundischen Erbe an Karls Tochter Maria von Burgund und ihren Ehemann, den späteren römisch-deutschen Kaiser Maximilian I. von Habsburg. Im Jahre 1482 gelangte Luxemburg innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation unter die Herrschaft der Habsburger. 1555 innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation unter deren spanische Linie. 1659 kam es als Konsequenz des Pyrenäenfriedens zur ersten Teilung Luxemburgs. Die Abtrennung des Südens des Landes von Diedenhofen bis Montmedy an Frankreich. Von 1684 bis 1697 war das Land infolge des Reunionskrieges von 1683-84 Ludwigs des 14. sogar gänzlich unter französischer Herrschaft. Im Spanischen Erbfolgekrieg 1713 fiel Luxemburg an die österreichischen Niederlanden und wurde somit erneut ein Habsburger Land innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Von 1795-1801 bis 1814 fiel das gesamte Land nach dem Einzug Napoleons bzw. der französischen Revolutionstruppen von Napoleon abermals unter französische Herrschaft. Der Wiener Kongress legte 1815 fest, dass das nun zum Großherzogtum erhobene Land ein Bundesstaat des neu gegründeten Deutschen Bundes wurde. Gleichzeitig führten die Kongressbeschlüsse zu einer Personalunion mit dem Königreich der Vereinigten Niederlande. Damit wurde die zweite Teilung des Landes bewirkt, eigentlich jedoch nur eine nicht vollständige Wiederherstellung des Status quo ante. Einige nördliche Gebiete des alten Luxemburgs fielen von Frankreich unmittelbar an die Niederlande, östliche an die preußische Rheinprovinz und 1830 schloss sich Luxemburg der belgischen Revolution an. 1839 kam es zur dritten und letzten Teilung, in der das französische Quartier, nämlich die französischsprachige Westhälfte, neben Gebieten um die Stadt Arel und Martelingen als Provinz Luxemburg vollständig an Belgien fiel. Seither verblieb im Großherzogtum Luxemburg nur noch das germanische Quartier, nämlich die Rhein-Mosel-Fränkisch sprechende Osthälfte. Die vollständige Unabhängigkeit erreichte Luxemburg nach dem Tod des niederländischen Königs Wilhelm III. Im Jahr 1890 wegen des Aussterbens des niederländischen Königshauses Oranien-Nassau. Im Mannesstamme gelangten aufgrund des privatrechtlichen Erbvertrags zwischen den Prinzen des Hauses Nassau die nächsten männlichen Verwandten, die Herzöge von Nassau-Weilburg, an die Regierung. Damit erhielt Luxemburg seine eigene erbliche Dynastie, das Haus Nassau-Weilburg. Auch nach Entstehung des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reiches blieb das Großherzogtum noch bis 1919 Mitglied im Deutschen Zollverein. Der Wahlspruch des Großherzogtums "Mir wille bleibe, wat mir sinn", also übersetzt "Wir wollen bleiben, was wir sind",
Anlass war die Luxemburg-Krise 1867, der von Napoleon III. Beabsichtigte, nicht realisierte Erwerb des Großherzogtums Luxemburg, das Teil des Deutschen Bundes und dessen Staatsoberhaupt Wilhelm III. Der Niederlande war. Das Großherzogtum Luxemburg verfügt über eine Flagge, eine Wappenflagge sowie ein kleines, mittleres und großes Wappen. Die luxemburgische rot-weiß-blaue Trikolore besteht in der jetzigen Form seit 1972. Das Blau der Flagge des Großherzogtums ist himmelblau, im Unterschied zu der niederländischen Flagge, deren Blau ultramarin ist. Deswegen sind die beiden Flaggen sich farblich auch so ähnlich. Seit 2006 wird vor allem aufgrund dieser Verwechslungsgefahr über einen Flaggenwechsel diskutiert. Nach einem von der Regierung eingebrachten Gesetzentwurf soll künftig neben der dreifarbigen Fahne auch die Wappenflagge mit dem roten Löwen, also dem Rot Leif, wie es im Original heißt, auf dem Luxemburger Territorium zulässig sein. Diese Variante wird bereits seit 1972 auf luxemburgischen Schiffen verwendet. Die Einführung als alleinige Nationalflagge lehnt die Regierung derzeit aber noch ab. Das Parlament. Die Abgeordnetenkammer hat 60 Sitze. Die Deputierten werden in nationalen Wahlen auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Obwohl Luxemburg ja ein Großherzogtum ist, hat es Parteien. Zum Beispiel die Demokratische Partei, die dort regiert seit 2013, und die Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei. Dann gibt es auch noch die Grünen in einer Koalition, und in der Opposition befindet sich die langjährige konservative Regierungspartei CSV, also die Christlich-Soziale Volkspartei. Mann, Mann, Mann. Finde ich ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ne? Dank höherer ausgefallener Steuereinnahmen konnte Luxemburg sein globales Defizit der öffentlichen Kassen im Jahr 2010 auf 709 Millionen Euro zurückfahren. Die Staatsverschuldung liegt somit noch bei 18,4% des Bruttoinlandprodukts, also dem BIP. Damit ist Luxemburg eines der am niedrigsten verschuldeten Länder Europas. Nach dem Londoner Vertrag 1867 sollte das Großherzogtum Luxemburg nicht nur neutral, sondern auch unbewaffnet sein. Aufgrund der Erfahrungen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, Luxemburg wurde trotz seines Status der immerwährenden Neutralität in beiden Kriegen von deutschen Truppen besetzt, gab es diese Position im Jahr 1948 auf. Eine großherzogliche Verordnung, die am 30. November 1944 die Neutralität für beendet erklärte und eine allgemeine Wehrpflicht eingeführt hatte, wurde 1948 durch das Parlament bestätigt. Die allgemeine Wehrpflicht wurde jedoch 1967 wieder abgeschafft und durch einen freiwilligen Wehrdienst ersetzt. Die Streitkräfte Luxemburgs bestehen heute aus der rund 1000 Mitglieder starken Luxemburger Armee, die in ein Infanteriebataillon und zwei Aufklärungskompanien gegliedert ist. See- und Luftstreitkräfte gibt es nicht, lediglich die AWACS-Aufklärungsflotte der NATO. Diese ist in Luxemburg registriert. Jeder EU-Bürger, der seit mindestens 3 Jahren in Luxemburg lebt und die Nationalsprache Luxemburgisch wenigstens versteht, kann in Luxemburg zur Armee gehen, ohne seine Nationalität wechseln zu müssen.
Wer sich freiwillig zur Ableistung des Wehrdienstes entscheidet, hat erleichterten Zugang zum unteren Staatsdienst, beispielsweise Polizei, Zoll oder Strafvollzug. Die Police Grand Duchale ist als Organ der Exekutive für die innere Sicherheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Durchsetzung der Gesetze verantwortlich. Seit Ende 2010 ist ein Großteil der nationalen Sondereinheiten und die Direction Générale der Police Grand Duchale in neue Räume im Findel Business Center nahe dem Flughafen Luxemburgs umgezogen. Bis dahin waren die Polizisten in Gebäuden auf Verlorenkost untergebracht, die teilweise aus den 1950er Jahren stammten und von der ehemaligen Gendarmerie unter anderem auch als Kasernen genutzt wurden. Die Räume im Findel Business Center liegen auf Kalchesbrück und sind auf bis zu 400 Personen ausgelegt. Der Service de Renseignement de l'État in Klammern SRE ist der Nachrichtendienst Luxemburgs. Er soll Informationen sammeln und auswerten, um einer Bedrohung des luxemburgischen Territoriums, seiner Verbündeten oder internationaler Einrichtungen, die ihren Sitz in Luxemburg haben, vorzubeugen. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Luxemburg und Deutschland sind intensiv. Deutschland ist da sogar der größte Abnehmer Luxemburgs, wenn es um die Exportwaren und zugleich ist es eine der wichtigsten Lieferanten des Großherzogtums für Importgüter. Circa 25% der Einfuhren kommen aus Deutschland. Von den 149 Luxemburger Banken sind 45 Niederlassungen deutscher Kreditinstitute. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Großregion Saarlouis-Lux nimmt stetig zu. Deutschland und Luxemburg verbinden vielfältige Kulturbeziehungen. Luxemburg mit der Großregion war 2007 europäische Kulturhauptstadt. Zahlreiche Projekte unterstrichen die engen kulturpolitischen Beziehungen. In Luxemburg besteht eine Schulpflicht von 12 Jahren, das heißt vom 4. bis zum 16. Lebensjahr. Grundschule von sogar schon ab 3 Jahren bis 11 Jahre, unterteilt in 4 Zyklen. Der erste Zyklus, 3 bis 5 Jahre, dies beinhaltet die fakultative frühkindliche Erziehung, sowie die Vorschule. Zyklus 2, 6 bis 8 Jahre. Zyklus 3, 8 bis 10 Jahre. Und Zyklus 4, 10 bis 12 Jahre. Die Zyklen 2 bis 4 entsprechen der Primärschule. Und dann gibt es noch den Sekundarunterricht. Der geht bis mindestens 16 Jahre. Der Alphabetisierungsgrad beträgt in Luxemburg volle 100%. Das Strafrecht in Luxemburg ist, oh Wunder, sehr stark vom französischen Vorbild beeinflusst. Hingegen entsprechen das Verwaltungsrecht und das Einkommenssteuerrecht eher dem deutschen Vorbild. Die Rechtssprache ist Französisch, Gerichtssprachen Luxemburgisch, Deutsch und oder Französisch, je nach dem einzelnen Fall. Der Frieden ist Luxemburg sehr, sehr wichtig. Deswegen hat das Großherzogtum auch gleich 3 Friedensgerichte. Und zwar einmal in Alzette, Luxemburg und die Kirch. Neben verschiedenen Verkehrssteuern erzielt der Staat einen Großteil seiner Einnahmen aus den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag. Hierzu zählen die Einkommen, die Körperschaft sowie die Gewerbesteuer.
Luxemburg hat aufgrund seiner günstigen steuerlichen Rahmenbedingungen und der geografischen Nähe zu Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden eine hohe Attraktivität für internationale Unternehmen im tertiären Sektor, insbesondere für Banken und Versicherungen. Als erster Staat der Europäischen Union hat Luxemburg die Direktive zur elektronischen Unterschrift umgesetzt. Hierzu wurde LuxTrust SA als Zertifizierungsinstanz geschaffen. In Luxemburg ist seit dem 1. Januar 2009 die arbeits- und sozialrechtliche Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten aufgehoben. Es gibt fortan nur noch Gehaltsempfänger. Für alle Beschäftigungsverhältnisse ist ein Mindestlohn per Gesetz vorgeschrieben. Seit dem 1. Januar 2015, also 2015, beträgt der Mindestlohn für Gehaltsempfänger ab dem Lebensalter von 18 Jahren im Monat 1.922,96 €. Respekt, wenn das mal so in Deutschland wäre. Luxemburg verfügt über ein dichtes Netz von Nationalstraßen von 2.908 Kilometer Länge, davon 161 Kilometer Autobahnen. Zur Kameraüberwachung des Verkehrsflusses auf den Autobahnen ist das Telematiksystem SITA installiert. Die Echtzeitkamerabilder sind samt aktuellen Verkehrsinfos online verfügbar. Der Autobahnanschluss zur A8 nach Saarbrücken wurde 2003 fertiggestellt. Wegen der günstigen Treibstoffpreise ist ein schwunghafter Tanktourismus über die Grenzen hinweg entstanden. Das gesamte Streckennetz Luxemburgs beträgt 274 Kilometer Eisenbahnstrecken in Luxemburg. Nach Abschluss der Moselkanalisierung und seit der Eröffnung des Moselhafens in Mertert im Jahr 1964 spielt auch die Binnenschifffahrt für die Versorgung Luxemburgs eine tragende Rolle. Luxemburgs Presselandschaft bildete in ihrer politischen Vielfalt traditionsgemäß die Parteilandschaft ab. Derzeit sind von den vier mehrsprachigen Tageszeitungen mit einziger Ausnahme der Zeitung Vom Letzeburger Volk, dem Zeitungsorgan der KPL, allesamt entweder der Gruppe Edit Press oder dem Medienhaus St. Paul zugeordnet. Im Jahr 2002 gab es in Luxemburg einen internationalen, zwei nationale, vier regionale und etwa 20 lokale Radiosender. Die haben also auch immer ordentlich Musik, was zu hören können. Die Liberalisierung der Radiofrequenzen begann in Luxemburg im Jahre 1992. Zum Hörfunksender RTL Radio Letzeburg kamen neue Sender hinzu, von denen der Sender Eldoradio, das portugiesischsprachige Radio Latina sowie das freie und alternative Radio Ara und Radio Aktiv am erfolgreichsten. Außerdem gibt es seit 1993 mit Radio 100,7 erstmals einen öffentlich-rechtlichen Radiosender mit kulturellem Programmauftrag. Der am meisten eingeschaltete Radiosender Luxemburgs ist und bleibt jedoch RTL Radio Letzeburg. Und das war's aus Luxemburg. Vielen Dank fürs Zuschauen und das nächste Mal melde ich mich vom anderen Ende der Welt, nämlich aus Neuseeland. Bis dahin, tschüss! Ja, das war doch auch mal wieder spannend, wie sonst auch. Ja, dann danke fürs Zuschauen.
Und dann bin ich gespannt, was Lucien so alles über das andere Ende der Welt beim nächsten Mal erzählen wird. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Wir freuen uns, wenn wir euch das nächste Mal wiedersehen. Tschüss.